Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe hier da ein Buch bekommen und mir das durchgeschaut. Es geht darum, dass man das Parodontitis, das Zahnfleischproblematikes natürlich auch mal aus einer ganz anderen Sichtweise betrachten kann, nämlich als ein Tatort. Wo ist das Ort des Geschehens? Wo wird ermittelt, wo wird man, kann man auf die Spurensuche gehen, etc. etc. Das hat mein Gast alles gemacht. Er ist Zahnarzt und eben Buchautor und hat das in so guten Illustrationen zusammengefasst, dass wir es eigentlich alle verstehen. Und je mehr wir alle verstehen, desto besser können wir auch Vorsorge betreiben und verhindern, dass es eben zu so üblen Geschichten kommt, wie eben Parodontitis bis hin zu Zahnverlust und. Die heutige Sendung möchten wir uns dem Thema Sondereinsatzkommando und bewaffneter Einsatz kümmern im Bereich der Zahnhygiene und der guten Zahngesundheit. Und deshalb habe ich meinen Gast wieder einladen dürfen. Er ist heute auch wieder da und ich stelle ihn auch gleich vor. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast wieder zeigen, der Dr. Medent Markus Schad. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Sehr gerne und herzliche Gratulation. Ich lerne immer mehr durch unsere Sendungen hindurch, wie spannend und kriminalistisch das aufgebaut ist. Ja. Und auf diesen Spuren möchten wir doch auch gleich weitergehen in den Sondereinsatzkommando. Was können wir alle zu Hause schon machen, um eben gewisse Dinge zu verhindern? Und ich freue mich jetzt bereits auf die Bilder, die heute wieder kommen werden. Ja, es geht halt um die wichtigen Waffen im Kampf gegen Parodontitis, unseren Zahnkiller Nummer 1 halt. Mhm. Die unterscheiden wir halt. Ach, das ist der Zahnkiller Nummer 1? In Deutschland mittlerweile. Parodontitis hat die Karies abgelöst. Also wir verlieren statistisch gesehen mehr Zähne durch Parodontitis als durch Karies. Danke, auch ein gutes Wort. Gut. Und hier haben wir dann die erste Waffe, die jeder kennt. Das ist natürlich die Zahnbürste. Mhm. Gut, ob das jetzt elektrisch ist, ob das manuell ist, das ist eher sekundär. Wichtiger ist, dass sie auch benutzen. Also die Zahnbürste, die unbenutzt in der Ecke steht, ist immer die allerschlechteste. Mhm. Und dann auch wie oft. Also man sollte schon dreimal am Tag putzen. Dieses zweimal tägliche Zähneputzen, das scheint mir so eine Erfindung von Arunal und Enix zu sein. Dreimal ist schon notwendig. Sie essen ja auch mehrfach und nach dem Essen ist halt immer die Gefahr da, dass der Säurespiegel ansteigt. So beugen sie Karies und auch Parodontitis vor. Also die Hauptwaffe hat jeder zu Hause oder sollte. Allerdings, wenn Sie die bundesdurchschnittlichen Zahnbürstenverbrauch sich mal anschauen, dann erschrecken Sie. Kannst du dir vorstellen, wie viele Zahnbürsten der Bundesbürger im Jahr benutzt? Also, ich würde mich auch in den Schnitt reinsetzen, aber ich habe eine Frau zu Hause, die wechselt das wirklich alle 3-4 Wochen, glaube ich, aus. Sehr gut. Aber ich persönlich hätte gesagt, mit einer ausgefransten Bürste kann ich doch locker ein Jahr arbeiten. Nee, plus nicht. Also da sind eben diese Keime auch alle drin, die wir nicht brauchen. Nee, der Bundesbürger braucht im Jahr 1,6 Zahnbürsten. Hm. Das ist erschreckend wenig. Also das kann natürlich nicht funktionieren. Das Zweite. Aber darf ich noch mal ganz kurz, weil das dreimal Putzen ist halt, ich glaube, die meisten putzen wirklich zweimal. Morgens. Und abends. Und abends beim Bettgehen. Und am Mittagessen habe ich natürlich auch wieder Säure. Und du hast mir ja letztes Mal erklärt, diese Säure frisst natürlich in meinen Zahnschmelz. Kariesgefahr ist groß, aber auch Entzündungsherde entstehen über Säure. Auch die Red Complex Gang macht dann natürlich ihren Job und produziert auch ihre Toxine. Das Zahnfleisch wird gereizt. Also, du solltest generell dreimal am Tag, am besten natürlich nach jeder Mahlzeit putzen. Das wäre ideal, aber... Ja, aber wenn da gewisse Leute noch ein Frühstück, dann um 9 Uhr was, um 3 Uhr was, dann bin ich ja nur noch am Zahnputzen. Theoretisch ja. Nee, mein alter Chef hat immer gesagt, verlang von deinen Patienten nichts, was du nicht selbst auch bereit bist zu tun. Gut, du machst und ich putze dreimal am Tag. Dann verlang also, das von uns allen. Hä? Ja. Das ist natürlich schwierig, wenn ich mir einen Riesenbetrieb jetzt mal vorstelle, mit 1000 Mitarbeitern, wenn die eine Mittagspause haben, die rennen dann alle irgendwo hin und möchten die Zähne putzen, dann wird es interessant, ne? Wir haben das erlebt im Studium.
Also wenn wir dann nach dem Mittagessen zum Behandlungskurs gingen, wir hatten da unten so Umkleiden und dann waren da zwei Waschbecken, einmal für Männlein, einmal für Weiblein. Da hatten dann 23 Zahnmedizinstudenten in Homburg sich so schön um diese beiden Waschbecken geschaut, um darf ich auch mal und so weiter. Das ist natürlich das andere Extrem, aha, okay. Aber es wäre schon gut, wenn wir wirklich dreimal putzen würden. Gehört zum Putzen auch diese Zahnseide? Ja, schon. Die kommt auch dazu. Wirklich? Das ist eine der nächsten Waffen. Hier habe ich mich noch einmal auf die Zahnpasta halt beschränkt. Ja. Bin ich der Meinung, benutzt das, was dir schmeckt. Mir ist lieber, jemand putzt dreimal am Tag mit einem Produkt, das er gerne mag, als ein Produkt, das super toll spezial ist und das im Schrank steht. Aber ich habe jetzt gerade gehört, es gibt auch Zahnpasten, die zum Beispiel nicht antibakteriell wirken, also mir aktiv auch noch Bakterien kaputt machen im Mund drin. Mhm. Und es gibt auch solche, die jetzt zum Beispiel auch keine Fluoride drin hätten. Richtig, ja. Ja, was empfiehlst du da? Möglichst viel Chemie oder möglichst biologisch? Ich bin da persönlich Fan von EM-Zahncremes. Mhm. Die haben einen ganz tollen Vorteil. Die werden da aus Rügener Kreide hergestellt. Die haben sehr, sehr hohe Kalziumkonzentration und sind sehr basisch. Das heißt, über diese Zahncreme gleiche ich das Mundmilieu ein bisschen aus und da sind effektive Mikroorganismen drin in Form von einer EM-Keramik. Das ist jetzt so der Punkt, wo der Wissenschaftler mir anfängt, glauben zu müssen, weil die werden gebrannt, Keramik wird ja gebrannt, über 1000 Grad und wo soll da noch ein Keim überleben? Aber irgendwie werden diese Keramikpartikel, so wird in den Büchern beschrieben, wie informiert, nennt das die Frau Dr. Zschokke. Ich kenne das. Ich habe ein Meerwasser-Aquarium und jeder Filter ist voll mit EM-Keramik. Genau. Da hat sich das längst durchgesetzt. Genau. Und das ist in dieser Zahncreme drin und dann noch kombiniert mit dieser Rügener Kreide, sehr kalziumhaltig daher, neutralisiert das Ganze und ist dann wesentlich besser als Fluorid, weil dem Zahn fehlt ja kein Fluorid. Dem Zahn fehlt eher Kalzium, wenn er negativen Knochenstoffwechsel hat und nicht Fluorid. Fluorid ist natürlicherweise erstmal nicht im Zahn drin. Wenn wir heute wieder die Probleme sehen an der Kariesfront, ist es natürlich schon so eher das schlechtere Putzverhalten oder noch eher die wesentlich schlechtere Ernährung, die wir betreiben. Kohlenhydrate sind der ganz, ganz große Feind eines jeden Zahnarztes. Ich weiß, wir kommen nicht so schnell weiter, aber das ist trotzdem wichtig. Wenn ich in einem Einkaufszentrum bin, im Großhandel und sehe diese Zahnpasta, da habe ich 300 Auswahl. Und man kauft sich ja die man kennt aus dem Marketing, aus dem Fernsehen, logischerweise. Aber ich meine, das ist nicht das Ziel. Du sagst jetzt eine EM. Ich glaube nicht, dass ich im Großhandel eine EM-Zahnbürste, Zahnpasta finden würde. Da haben sie auch Probleme. Ja, die müssen sie übers Internet anfordern bei den Herstellern. Okay, hast du gerade einen Tipp? Ja, eben Microbeda ist hat ein EM. Hat die das? Die hat das beispielsweise. Okay. Es gibt noch andere ähnlich gelagerte gute Produkte. Gut, danke herzlich. Super, lass mich gerade so stehen, weil wenn ich mal 10 Tuben kaufe, habe ich auch für eine Weile Ruhe. Aber ich weiß, was ich dann habe und nicht, was ich möglicherweise drin habe, gar nicht. Man kann es gar nicht lesen, was da alles drin ist. Bei den EM-Zahncremes muss man ein bisschen aufpassen. Das sind Naturprodukte, die klumpen auch mal gerne wegen dem hohen Kalzium. Das sollte so wenig Sauerstoff wie möglich dran. Da gibt es dann so ein paar Tricks, wie man die handelt. Also ich benutze die gerne abends. Dann kann das schön über Nacht einwirken, neutralisierten Speichel. Es ist geschmacklich, gibt es bessere Produkte oder angenehmere oder dieses frische Gefühl von der Minze fehlt halt gänzlich. Ja, das suchen wir alle. Oder? Aber das ist aber nicht das, was wir unbedingt brauchen. Wir brauchen ja hier eine Zahncreme, die gut reinigt und das Milieu vielleicht beeinflusst. Ja. Und insofern einmal am Tag mit der EM und zweimal benutze ich, was ich in der Praxis habe. Ich kriege ja Unzahl von Mustern. Klar. Also ich nehme gerade, was da ist. Und eben der Mundgeruch hat jetzt nichts mit Zahnpasta zu tun. Ich schmecke zwar kurzfristig nach Minze, aber wenn ich Mundgeruch habe, kommt der auch wieder. Ja klar, das hat dann mit der Zahncreme weniger zu tun. Ja, gut, so. Das ist so ein bisschen pseudomäßig gedacht. Und Zahncreme für mich, ja, weniger bedeutend, aber ein gutes Hilfsmittel. Rein mechanisch gesehen, das Reinigen, was wir mit der Zahnbürste machen, ist der größere und der wichtigere Part. Aber ein bisschen Geschmack darf natürlich schon sein. Ja, und eben in Klammer habe ich gehört, Fluoride braucht der Zahn jetzt nicht. Und das braucht der Zahn primär mal nicht. Wobei es natürlich gute Studien gab, dass fluoridhaltiges Wasser beispielsweise zu weniger Karies geführt hat. Das war ein Zufallsbefund schon sehr früh in den USA.
einem kleinen Dorf. Da hat man sich gewundert, warum die Leute dort so gute Zähne haben. Aber es härtet aber ja den Zahn aus. Es macht einen harten Zahn, oder? Ja, ja. Es ist, und dann habe ich logischerweise weniger Karies. Und das Problem ist, dann hat es die Industrie so gut gemeint, jeder setzt einen Fluorid zu und da haben wir die Fluorose. Das sieht man bei den jungen Patienten leider allzu häufig. Durch fluoridiertes Salz, fluoridierte Getränke, fluoridiertes, was weiß ich, haben die jungen Menschen dann diese weißen Flecken auf den Zähnen. Dort ist der Zahn zwar besonders hart und auch widerstandsfähig, aber nicht schön. Das ist ja ein ästhetisches Problem und das kriegen sie fast nicht weg. Mhm. Also auch diese Bleaching, das verändert es nicht. Also wir haben da ganz wenig Möglichkeiten, diese weißen Flecken wegzukriegen. Also ich würde schon eher schauen, dass es in Calcium-Richtung geht. Mhm. Das hat man noch das Wort Bleaching genannt. Ich hatte immer wieder mal Leute hier, die mit schneeweißen Zähnen da saßen. Ja. Das war so furchtbar unnatürlich. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber ist auch für die Zahngesundheit ganz übel, oder? Ich bin kein Fan davon, nein. Mhm. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben 2-3 Mal das Ganze gemacht. Da war es wirklich indiziert wegen diversen Flecken auf den Zähnen. Da haben wir dann aber auch gleich danach, da haben wir dann auch mal fluoridiert danach. Das ist ja doch ein Reiz, der auf die Zahnoberfläche kommt. Der ist knüppelhart. Heute würde ich aber, ich hatte damals die EM-Zahncreme nicht gekannt, heute würde ich dem empfehlen, morgens, mittags, abends mit diesen Zahncremes zu putzen, damit mehr Kalzium wieder in die Zähne kommt. Mhm. Damals hatten wir das halt noch anders gelöst. Aber ich mache es eigentlich nicht mehr. Super, danke, Gerzler. Gehen wir weiter in das Sonderkommando. So, dann kommen wir jetzt hier zu der guten alten Zahnseide. Hm. Die beste Werbung für Zahnseide war in einem alten Film, Pretty Woman. Schon mal gesehen? Ja, den hast du bestimmt gesehen. Ich musste das mal rein. Julia Roberts verschwindet im Badezimmer. Er denkt, sie schießt sich irgendwelche Drogen rein, guckt rein und sieht, dass sie mit der Zahnseide im Mund arbeiten. War für mich die beste Werbung, die für Zahnseide je gemacht worden ist. Zahnseide brauchst du nicht jeden Tag zu benutzen, aber jeden zweiten sollten wir es schon einsetzen. Man kommt halt einfach in die Zahnzwischenräume besser rein. Und der Bereich, den ich mit der Zahnbürste nicht, aber mit Zahnseide erreiche, ist summa summarum so groß wie eine 50-Cent-Münze in Deutschland. Und das ist schon was. Ne? Und wenn sich das noch entzündet, habe ich auch wieder eine Eintrittspforte für Parodontitis. Und wenn dann eine Parodontitis sich noch drüber legt, dann wächst diese Fläche auf die Größe einer Streichholzschachtel. Mhm. Und das ist dann schon enorm. Deswegen Zahnseide würde ich immer zu den Waffen zählen, die ein Patient einsetzen sollte. Mhm. Die nächsten Waffen, die wir hier haben, Mundspüllösung halte ich für nicht so gut. Stelle ich mir jetzt gerade diese ganzen Studentinnen wieder mal vor, da 30 Stück in einem Badezimmer, alle mit der Zahnseide und dann beim Rausziehen spricht doch immer. Also da müsste man eigentlich die Maske noch gleichzeitig anziehen, oder? Genau. Nee, die Zahnseide gehört schon nach Hause, ganz und klar. Und dieser Spiegel, jetzt wird dieser Spiegel aus. Da gab es ein lustiges Produkt, das sollte die Zahnseide ersetzen. Das war von der Switchies. Da hat die Sylvie van der Vaart damals Werbung gemacht. Ja. So ein Teil, das hat mit einem enormen Druck gearbeitet. Das setzt man Zähne an, schießt dann alle Beläge aus dem Zahnzwischenraum raus. So ein Wasserstrahl, oder? Ja, so ein Wasserstrahl. Sollte die Zahnseide ersetzen. Also ich habe das Ding als Probe bekommen, habe zu Hause benutzt und meine Frau hat es mir verboten, weil die musste jedes Mal das halbe Bad putzen. Also das ging gar nicht. Ne? Ich habe auch so eins zu Hause, aber nie gebraucht. Nee, ich will es auch nicht. Wenn deine Frau, wenn du deine Frau lieb hast, dann benutze es nicht. Mhm. Wenn du es ärgern willst, ne? Super. Okay. Mach das nicht. Aber wird es funktionieren, diese Technologie eigentlich? Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert, aber ich halte es für so unpraktikabel. Ich hab's verbannt eben. Und Mundspüllösungen halt gefallen mir heute eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Früher hatte ich eine Zeit lang noch gesagt, ja, nimm die oder jene. Da war ja auch frischer Atem noch frischer dabei. Atem. Und dann habe ich halt sehr viel über das orale Mikrobiom gelesen und erfahren. Das tötet wieder alles. Und das tötet. Wenn du jetzt hier hingehst und nimmst ein Chlorhexamet, da killst du so viele Keime. Und wir haben uns ja darüber unterhalten, die Keime sind ja nicht das Problem. Was macht denn eine Mundspüllösung? Im Idealfall senkt sie den Keimspiegel komplett. Das wäre ja noch okay. Aber wissen wir, welche Keime die tötet? Mit Sicherheit nicht nur die bösen. Und da haben wir nachher vielleicht sogar auf niedrigem Niveau diese Wippe, die wir beim letzten Mal uns angeschaut haben, in ganz falschen Bereich gekippt. Mhm. Durch eine Mundspüllösung. Also ich bin kein großer Fan von diesen Teilen, oder wie das heißt, Listerine, das ist ein Präparat, da zieht es mir auch wirklich persönlich alles zusammen. Also es geht wieder ums Töten. Da wird getötet. Und
wenn Mundspüllösung, dann schon lieber mit Mikroorganismen angereichert, dann hast du natürlich nicht mehr diesen frischen Geschmack im Mund. Also gut, ich könnte ja irgendeine ein Blatt in den Mund nehmen, kann oder? Kann man machen, und ja. Umkauen, dann habe ich den Geschmack. Funktioniert. Oder einen Tee danach trinken und dann sind die Keime auch gerade mal im Darm noch teilweise drin, da sind sie auch so was Gutes zu benutzen. Ja. Gut, also du hast jetzt gerade wieder das Wort EM genannt, das heißt so ein Mundspray, reinsprayen. Ja. Ein bisschen hin und her, da, bevor man es runterschluckt, dann würden sich hier eigentlich alle Bakterienstämme, die vielleicht ein bisschen Überhand genommen haben, durch die EM wieder in eine Balance führen. So ungefähr funktioniert das Prinzip. Ich glaube, da habe ich noch ein Bild gesehen bei deiner Präsentation. Ja, beim letzten Mal hatte ich dir das gezeigt. Das war diese schöne Wippe, das funktioniert dann ganz gut. Ich habe hier auch dann die EM-Mundspüllösung. Eben, dachte ich doch. Siehst du? Drin. Da sind dann diese Keime drin und das ist in dem Fall aber nicht so, dass man Parodontitis wirklich töten. Wir ärgern eigentlich nur ein bisschen. Wir geben kein Betätigungsfeld. Ne? Ja. Das sind so die wichtigsten Waffen, die jeder zu Hause haben sollte. Also eine EM-Mundspüllösung, eben Zahnbürste, Zahnpasta und das wirklich auch benutzen. Das sind so die Dinge, die ich für sehr wichtig halte. Mhm. Dann hat der Patient natürlich noch eine ganz andere Kategorie an Waffen. Mhm. Und das ist halt seine Ernährung. Mhm. Wenn ich mal diesen Boxring hier angucke, ne, da steht hier die gute Ernährung, wie wenn in dem Buch immer Veggie Vital, der kämpft da eben mit Parodontitis. Und im Publikum sieht man so zwei andere, die man eigentlich vermeiden sollte, also Nikotin und das andere im Buch nennt man den Fast Fat. Das ist also unser Symbol für die schlechte Ernährung. Mhm. Also die Ernährung ist mit Sicherheit ein ganz entscheidender Einflussfaktor für die Parodontalgesundheit, Mundgesundheit, Gesundheit überhaupt. Mhm. Ja. Und es ist eine Waffe, die man auch jeden Tag benutzen kann. Und immer wieder einsteigen. Das ist das Schöne. Du, ich finde das Bild mega schön. Ja, wirklich. Also das anschaue. Die Patricia, die, ich habe dann damals die Idee gehabt, komm, wir machen das im Boxring. Und da malst du mal die Männlein rein. Patricia hat dann so schöne Bilder kreiert. Also nochmal ein herzliches Dankeschön. Mhm. Die Bilder sind klasse. Mhm. Geht dann natürlich hier auch mit der Ernährung weiter. Da haben wir die Waffe für den Knochenstoffwechsel auch. Da wirkt sich die Ernährung natürlich aus. Das war das Bild, das wir kennen. Normal ist der Knochenstoffwechsel im Gleichgewicht, aber Nikotin und Fast Fat hier hängen sich da an den linken Aufzug und bringen das Ganze ins Negative rein. Dann baut sich auch der Knochen ab und dann verliert man auch den Zahn über den negativen Knochenstoffwechsel. Mhm. Das ist ein zweites Hauptproblem ungünstiger Ernährung. Und kann auch noch mal ins Gegenteil verkehrt werden. Wir können natürlich Einfluss üben. Jo, und dann kommen wir natürlich, was wir machen. Wir Zahnärzte. Das ist natürlich auch eine Waffe, die Waffe der Spezialisten. Das hier ist unser Lieblingsgerät. Wir benutzen diese Mundwasserpulverstrahlgeräte von einem Schweizer Hersteller, von der EMS. Prophylaxis Master nennt sich dieses Gerät. Das hat den Vorteil, dass es so gut in der Hand liegt und ganz detailliert eben Pulverwasserstrahlgerät ist. Das, wir können ganz detailliert Strahlen in die Zahnfleischtasche rein. Wir haben Aufsätze, wo wir in der Tasche reinigen können. Das schonendste Gerät, das auf dem Markt ist, ist natürlich nicht günstig. Es gibt Geräte, die kaufen sie in China, die kosten dann 300 Euro. Damit zerstören sie aber die Fasern. Also ist das nicht Standardverfahren bei den meisten Zahnärzten? Das sollte es sein. Eben. Aber das Problem ist, welche Waffe benutze ich da? Mhm. Wenn ich jetzt so ein sehr gutes Gerät benutze, das auch die Zulassung hat, in der Tasche zu arbeiten, kann ich das therapeutisch sehr gut nutzen. Da mache ich nicht nur die Zahnfläche sauber, wie das Wort professionelle Zahnreinigung ja sagt. Die meisten Patienten denken immer bei Zahnreinigung, ich habe Raucherbeläge, das Mädel strahlt mir die Beläge weg. Das ist so vordergründig das, was die denken, was da geschieht. Ja, das geschieht auch. Also meine Mädels müssen natürlich alle Beläge wegstrahlen. Die sind für uns aber nebensächlich. Die Beläge, die weiter oben liegen, die sind für uns gar nicht gefährlich. Wir wollen in der Tasche saubere Verhältnisse haben, um idealerweise dann danach vielleicht noch mit Doxycyclin reinzugehen, den Knochenstoffwechsel beeinflussen. Da brauche ich ganz feine Geräte, mit denen ich ganz gezielt taschentiefenabhängig auch reinstrahlen darf. Mhm. Wenn ich da so einen China-Böller nehme, da zerfetzen sie ja die Fasern und machen sie ja das kaputt, was sie eigentlich erhalten wollen. Mhm. Und deswegen halte ich dieses Gerät für so wichtig. Und auch die banale professionelle Zahnreinigung
für die Flächen für sehr wichtig. Also du gehst jetzt hier alle Zähne eigentlich durch oder überall da, wo das Zahnfleisch eine Entzündung hat? Oder? Wir gehen bis in die Taschen rein, mit Strahlen, also wirklich in den Taschen auch raus. Da wird rausgeputzt. Bis zu etwa 4 mm schafft es der Standardaufsatz und ab dann weiter tief hat man so ganz feine Nusels, heißen die Dinger, so Aufsätze, die strahlen dann auch in diesem Bereich, Salz dann aus den Seiten raus. Das gibt es, glaube ich, nur bei diesem Anbieter. Mhm. Ein Konkurrenzanbieter hat das auch, aber das ist so grob, da komme ich nicht in die Taschen rein. Mhm. Und das hat für mich den Vorteil, dass ich viel, viel schonender arbeiten kann, als jetzt mit den Handinstrumenten, mit Küretten und mit Scalern. Also ich arbeite als Zahnarzt viel lieber mit sowas. Mhm. Und hat den Vorteil, es sieht natürlich immer gut aus. Die Optik ist ja heute auch. Klar, da sind wir jetzt echt im bewaffneten Einsatz. Ja? Genau. Weg damit. Und die nächste Waffe, die ist natürlich auch ganz wichtig. Das ist unser klassischer Zahnsteinentferner. Das Gerät wird halt benutzt, das schwingt. Den hasst man. Aber auch da muss man gucken, wie ist die Bewegung. Da gibt es so Unterschiede von den Herstellern. Auch wir haben da von EMS dieses Kombigerät, der da wirklich in der Tiefe richtig gezielt und grazil auch arbeitet. Und da kriegen wir die festen Beläge weg, machen saubere Verhältnisse für den Patienten und dann ist die Tasche sauber, dann kommt das Gel rein und danach bauen wir den wieder ganzheitlich auf. Das ist das Wichtige, dass da eben effektive Mikroorganismen eine normale Mundflora wiederherstellen. Weil wenn wir das hinter uns haben, ist erstmal der Biofilm wirklich abgetragen, sind die Keime weg und weitestgehend, also keimfrei, hast du ja auch schon gesagt, sind wir nie, aber in dem Moment keimarm und das andere Produkt wirkt. Das ist halt diese Waffe, die wir gerne einsetzen. Und noch härter, was die vielen Kollegen einsetzen, diese Scaler, die mag ich nicht. Weil wenn man mit denen arbeitet, man kann noch so gefühlvoll sein, da zerschneide ich gerne mal Fasern. Das ist eine Waffe, die ich nicht so gerne sehe. Mhm. Und das ist ein interessantes Verfahren, der Paktlaser. Der, das ist ein roter Laser? Das ist rotes Licht, das ist ein rotes Licht. Der sorgt dafür, da wird Sauerstoff im Prinzip in der Zahnfleischtasche gebildet. Und die Keime, die in der Tasche leben, diese Red-Complex-Keime, sind überwiegend Anaerobia. Ja. Damit sterilisiere ich dann quasi die Zahnfleischtasche. Das ergänzt sich prima mit dem Doxycyclin, weil ich habe dann sehr saubere Verhältnisse. Problem bei dem Teil ist, ich habe in der Praxis, der ist unglaublich zeitaufwendig. Und dann ist das für den Patienten von der Kostenseite eigentlich zu teuer. Wir gehen jetzt eigentlich den einfachen Weg, dass wir tatsächlich in dem Moment, in dem wir die Tasche reinigen, auch ein bisschen desinfizieren. Da benutzen wir auch mal Spüllösung. Aber aus therapeutischen Gründen, um kurzfristig eine Keimarmut zu erzielen, das Gel reinzubringen, wird ein Verband abgedeckt und dann wird halt der Patient danach, der Knochenstoffwechsel, sich regenerieren. Dann wieder ein Mundspray mit EM. Genau, danach wieder aufbauen. Mhm. Und das ist so der Packbläser. Ja, die chemischen und Biowaffen sind die Mundspüllösung natürlich. Ah, das ist die Waffe, die ich nicht so gern mag. Ne? Ein Antibiotikum. Mhm. Aber weißt du, ich habe jetzt gerade wieder gesehen, bei einigen Zahnärzten, aus der Familie heraus habe ich das gesehen, die kriegen für eine Zahnoperation eine Woche vorher schon Antibiotikum zum Einnehmen. Eine Woche voraus schon. Das ist neu. Das habe ich noch nie gehört. Eine Woche ist stramm. Es gibt natürlich Patienten, wenn die bestimmte OPs haben, Herzklappenerkrankungen. Da muss man abdenken. Nee, ganz klar. Leute kriegen doch. Ja, klar. Das macht man dann bei solchen Patienten, die erkrankt sind. Wenn ich... Was Sie sagen, um die Entzündungsprozesse schneller wieder abklingen zu lassen, nimmt man präventiv vorfällt schon Antibiotika. Also Anti gegen das Leben gerichtet. Also wie gesagt, es gibt Fälle, da bin ich dabei. Das sind Patienten, die haben beispielsweise Herzklappenentzündungen und Ähnliches. Da gilt es wirklich, jeden Keim zu vermeiden. Mhm. Da halten wir uns auch an die medizinische Empfehlung, dass die Patienten an dem Tag Antibiotika einnehmen. Mhm. Das reicht. Vor einer OP abdecken, antibiotisch mache ich persönlich nicht. Bei einer sehr, sehr langen OP am offenen Knochen, da kann es notwendig werden. Aber generell gilt dann für mich, wenn ich antibiotisch arbeite, muss ich gleichzeitig auch probiotisch arbeiten. Aber das ist auch wieder etwas, was wieder kaum jemand macht. Ja, gut. Höre ich selten. Nee, antibiotisch. Kolohydro ist das Gleiche, viel Dreck kommt raus, aber auch die guten Bakterien. Ja, und so die wichtigsten oder die besten probiotischen Keime ist diese Keimgruppe der effektiven Mikroorganismen. Das ist kein bis auf die Zähne bewaffnetes Einsatzkommando, sondern das sind eigentlich ganz friedliche,
Wesen, die eben das Gleichgewicht wiederherstellen, die Keime wieder aufbauen und danach ist die Mundflora wieder eine gute. Und das ist halt wirklich ja bekannt, dass das Mikrobiom oder das Milieu bestimmt die Keime. Und nicht die Trotzdem, Keime. Wenn ich ein Antibiotikum schlucke, um im Mund gegen irgendetwas Präventionsvorsorge zu betreiben, ich habe es immerhin noch im Darm. Ja, und hier unten wird da zerstört. Das merkt ihr Darm auch noch ein halbes Jahr später. Also ich habe jetzt seit 2011 kein Antibiotikum mehr genommen. Obwohl du eigentlich eine schwere Erkrankung Gerade hattest auch deswegen, im Darm. Also ich versuche alles irgendwie ohne Antibiose zu lösen, wenn es irgendwie geht. Und ich habe es bis jetzt immer geschafft, dass ich auf die verzichtet habe. Wenn, würde ich mir dann im Notfall mal lieber intravenös was geben lassen, als über den Weg Darm. Wenn mal notwendig ist, aus irgendeinem Grund. Aber das wollen wir ja nicht. Wir sind ja beide glücklich, dass es das gibt. Aber früher, ich sage jetzt mal noch zu meiner Kindheitszeit, hat man das wirklich erst im äußersten Notfall gekriegt. Ja, das Problem ist, wenn du jetzt die Antibiotika-Geschichte nimmst, ganz früh hat man 10.000 Einheiten oder 50.000 Einheiten waren es an Penicillin. Die haben gereicht, die haben da alles an Keimen getötet. Dieses Penicillinpräparat Isocillin ist heute bei 1,5 Millionen und darüber lachen sich die Keime kaputt. Warum? Die tauschen sich ja aus. Das musst du dir mal so vorstellen, da kommt ein Keim, die sitzen jetzt hier zusammen in ihrem Café Plack, machen eine Party. Und dann kommt einer rein, Mensch, Junge, siehst du so krank aus? Was ist denn dir passiert? Oh, ich war im Krankenhaus, da haben die mit dem und dem und dem auf mich geschossen und so weiter. Ja, wie hast du das überlebt? Ach, kein Problem. Da tauscht er seine Plasmide aus und dann weiß die ganze Gruppe, wie das gemacht hat. Und so entstehen die multiresistenten Keime durch einen unnötigen, verfrühten Einsatz von Antibiotika. Ja, da sage ich immer wieder, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn irgendwann, irgendwann hat der Mensch keine Chance mehr. Ja. Die Keime brauchen uns nicht, wir brauchen aber die Keime. Also es ist tatsächlich so, auf und in uns leben einfach so viele Keime, 10-mal mehr als man Körperzellen hat. Dieses Phänomen muss man sich mal bewusst machen. Wir bekämpfen etwas, was in einer so großen Zahl da ist. Wir haben gar keine Chance gegen die. Wenn die Keime beschließen, den Homo sapiens braucht es nicht, dann ist es halt so. Fällt mir immer einer meiner Lieblingswitze. Ne? So treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum anderen, wie geht's dir denn? Oder nicht so gut. Ja, was hast du denn? Ja, ich habe Homo sapiens. Macht nichts, geht vorbei. So muss man es vielleicht mal sehen. Wir sind seit 200.000 Jahren da, länger noch nicht. Und wir maßen uns an, hier diesen Planeten beherrschen zu wollen und legen uns mit den Ureinwohnern an, die seit 3,8 Milliarden Jahren da sind. Ja, weißt du, macht die Erde zum Untertan, hier ist es doch so schön. Ja, aber das hat... Und wir sind ja die Krönung der Schöpfung. Ich glaube, mit diesem Spruch waren damals die Keime gemeint, vor 3,8 Milliarden Jahren, nicht wir. Weil letzten Endes mit dieser Verteilung 10-mal so viele Keime auf und in dir wie Körperzellen, da bist du eher ein Transportmittel für die Bakterien als was anderes. Es gibt genügend Gründe, wenn man nur hinschauen würde, in Demut zu verfallen vor dem, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und nicht dem Wahn zu verfallen, dass die Natur nicht perfekt ist, sondern wir Menschen die Natur zu perfektionieren haben. Und ich glaube, das müsste der Schlüssel sein, wieder zurück zu Demut. Das stimmt. Da bin ich bei dir. Ich danke dir ganz herzlich. Das war wieder eine total coole Sendung. Eine Sendung zu machen mit einem Zahnarzt über ein schwieriges Thema, was uns alle keinen Spaß macht. Aber heute hat es wieder Spaß gemacht. Danke, lieber Dr. Markus Schad. Herzlichen Dank. Echt super gewesen. Ich danke dir. Super. Und nochmals, auch dieses Buch, Tatort Zahnfleisch, wird genau in diesem Stil weitergehen. Ja, klar. Ihr kriminalistischer Durchgang bis hin zur Sondereinsatz und allem drum und dran ist hier drin. Drin, ja. Letzten Endes auch eine Therapieform, also kleine Empfehlung, wie wir es machen, wie es ein Zahnarzt machen könnte. Relativ einfach und plausibel für den Patienten auch dargestellt. Hat es auch eine ISBN-Nummer, kriegt man überall. Und wenn man einfach Tatort Zahnfleisch eingibt, findet man es auch im Internet über Google. Also es ist einfach zu finden. Sie landen dann bei der Parocon. In Deutschland ist es so, ich bin halt Zahnarzt, ja. Und dann darf man ja finanzamtstechnisch keine Einkünfte haben, die nichts mit Zahnmedizin haben. Also haben wir eine Firma gründen müssen, um das Buch überhaupt schreiben zu dürfen. Ja. Und diese Firma hat Parocon, haben wir die getauft, Paro für Parodontitis, Con für Konzept. Das war so dieser
Fantasienamen, der uns da eingefallen super. Ist. Und da ist meine Frau mal wieder, wie im täglichen Leben, meine Chefin. Ja, super, super. Hast du auch recht, weil ich weiß ja, dass man da plötzlich bei über gewisse Buchhändler bis zu 60% abgeben muss. Und dann hat man unter dem Strich eigentlich als Autor gar nichts mehr oder fast gar nichts. Fast gar nichts. Also die Frau Dr. Czocker hat mal erzählt, dass von einem Buch ein Euro übrig geblieben ist. Das ist irgendwo traurig. Für die Arbeit, die man sich macht. Und ich weiß nicht, wenn Sie die Bücher mal über die effektiven Mikroorganismen gelesen haben. Ich habe alle gelesen. Du hast die ja gelesen. Alle. Genau. Wenn Sie, meine ich jetzt das Publikum, wenn Sie die mal lesen würden, dass da ein Autor nur noch 1-2 Euro an einem Exemplar haben, das finde ich eigentlich traurig. Beschämend, ja. Das ist beschämend. Mhm. Aber das zieht sich ja durch unsere Gesellschaft, die Landwirtschaft und so weiter, ist das ja ähnlich. Nochmals herzlichen Dank. Gerne. Und Ihnen auch. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.